Wir haben eine Energiekrise, die hört und hört nicht auf. Frau Baerbock ist egal, was die Wähler, ihre Wähler denken, wenn sie sagt, die Sanktionen bleiben gegen Russland. Es kommt derzeit niemand auf die Idee, sich um diplomatische Lösungen zu bemühen, was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht die einzige Lösung wäre, um diesen Krieg zu beenden, um den Energiekrieg zu beenden. Aber man sagt stattdessen, man will nie wieder von dem größten Gaslieferanten der Welt und auch Öl in reichlicher Menge, nie wieder von dem irgendwas nehmen, Andreas. Das heißt mit anderen Worten, wir werden uns tatsächlich auf nicht nur einen, sondern wie einige Politiker es schon gesagt haben, mehrere kalte, dunkle Winter einstellen müssen. Ja, und solange wir eine Regierung haben, die ganz deutlich sagt, es wird eine Zeit vor dem 24. Februar nicht wieder rückholbar sein, das heißt also keine Verhandlungen in irgendeiner Form im Sinne eines Friedens, das kann man ganz deutlich reininterpretieren, solange müssen wir mit diesem Wahnsinn aus meiner Sicht irgendwie weiterleben. Sie hat in Ich-Form gesprochen, deutlichster Art, und hat ganz klar gesagt, es ist mir egal, was die Wähler denken. Und das ist ein schwerster Demokratieverstoß par excellence. Und aus meiner Sicht ist das juristisch dringend zu hinterfragen. Ja, das ist natürlich eine ganz billiger Versuch, mehr oder weniger das Ding so irgendwie wegzubügeln, wegzumeckern, nach dem Motto, eigentlich sind es ja nur die Rechten und die anderen Schwurbler, die diese Dinge eben halt hinterfragen. Wenn wir sehen, dass ein sehr starker US-amerikanischer Einfluss in verschiedenen Staaten Europas stattfindet, zum Beispiel über die NATO. Norwegen spielt hier eine Rolle, mit Polen zum Beispiel. Interessanterweise kommt Herr Stoltenberg, der ehemalige NATO-Chef, auch aus Norwegen. Und wir sehen, dass hier auch in Polen eine sehr US-ausgerichtete Politik stattfindet. Zum Beispiel US-militärische Waffen werden dort stationiert und so weiter. Und es wird eine große Propaganda gemacht, eben halt, die pro-amerikanisch ist und sich alle freuen, dass die USA eben halt Polen jetzt schützen. In Deutschland haben wir eine ähnliche Situation über Rammstein und so weiter. Das heißt, USA schützt ja Europa vor Russland. Das ist das offizielle Narrativ. Gerade jetzt im Bereich Polen, Litauen, die Grenze, Suwalki-Gasse, das ist wiederum die Transportecke, nämlich die Transitstrecke zwischen Weißrussland und Kaliningrad. Das gehört ja auch zu Russland, ist exterritorial. All diese Dinge spielen hier eine große Rolle. Und was sehen wir? Dass diese gesamte politische Lage sowohl in Deutschland als auch in Polen völlig stümperhaft zusammengestrickt wird und die Wirtschaften da insgesamt kollabieren. Und wenn wir wissen, dass Polen der bevölkerungsreichste Staat in Osteuropa ist, das ist so, und Deutschland die stärkste Volkswirtschaft, dann sind das zwei Schwergewichte, die momentan gegen die Wand gefahren werden. Und wenn wir das Ganze in Verbindung bringen mit den weiteren politischen Entwicklungen, die natürlich auch dann dazu führen, wie zum Beispiel in Frankreich die Abschaltung der Atomkraftwerke und so weiter. Da sehen wir, wie hier so ein Land nach dem anderen regelrecht eliminiert wird. Und das Ganze unter dem Kontext einer NATO-Operation in der Ukraine, wo jetzt alle mit unterstützen müssen, um diesen stellvertretend USA-Russland zu führen. Das sind die eigentlichen Hintergründe. Insgesamt sind das hybride Strukturen, die dazu führen, dass der europäische Gesamtmarkt mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen wird, aus der Weltwirtschaft. Gerade was die Supply Chain, also die Lieferketten und Transportwege anbelangt, das ist ein ganz wesentliches Thema auch für unsere Zuhörer, weil wir haben dort nämlich auch noch einiges zu erwarten. Wenn Europa als Konsument wegfällt, dann werden auch die Lieferketten an Attraktivität verlieren von den Installateuren dieser Lieferketten und der Produzenten, wenn keiner mehr da ist, der kauft. Und das kann zusätzlich eben halt zu einer mangelnden Versorgung gerade in Europa führen. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, sorgt bitte vor, es ist wichtiger denn je. Es ist ein bisschen viel, was da gerade mit Deutschland und Polen passiert. Naja, und da passt es natürlich jetzt wirklich ganz genau auch zeitlich rein, dass man genau jetzt diese 1,3 Billionen, es geht um 1.300 Milliarden, das ist mehr als die Hälfte der Staatsverschuldung, die Deutschland seit 1949 bis heute explizit aufgeschuldet hat. Also das käme jetzt noch mal dazu. Das wäre natürlich nicht mal einfach von der Wirtschaft zu wuppen, wie es aus Polen gesagt wird, sondern wäre der sofortige Bankrott Deutschlands. Aber ich glaube, man nimmt diesen Zeitpunkt natürlich
aus einer recht primitiven Strategie, das ist meine persönliche Meinung dazu, um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, nach dem Motto, wenn wir die 1,3 Billionen schon nicht kriegen, dann wenigstens das Gas, das lieber eure Bürger frieren, nämlich die Deutschen als die Polen. Ja, man ist in Sorge offenbar bei der Bild-Zeitung, denn es heißt, bei Russlands Afrika-Offensive gehe es nicht nur um wirtschaftliche Investitionen, sondern um politische und strategische Macht. Andreas, wir haben ja hier öfter schon über die Verteilung gesprochen. Ost gegen West kann man ganz platt sagen. Und dass dieser Kampf um die Weltmacht, um die neue Weltordnung, jetzt offenbar doch wirklich in neue Qualitäten zu kommen scheint. Ja, natürlich. Und der Westen schäumt vor Wut. Das ist doch ganz logisch, weil er es einfach auch verpennt hat, verbraten hat. Und vor allem mit seiner durchgängigen politischen Struktur, die er angefahren hat, die unglaublich viel auch Elend gebracht hat. Nicht bei den wenigen, die dort von partizipiert haben, aber bei einer großen Masse auf der gesamten Welt. Wir haben gerade über diese Hungersnöte in Afrika gesprochen, wo dann dargestellt wird, dass der Russe dann schuld wäre. Und die Russen sagen dann, die Amerikaner sind daran schuld, dass sie nicht zu essen bekommen. Und da geht es ja zum Beispiel um den großen Hafen in Odessa in Ukraine, wo nämlich das Getreide transportiert werden soll. Nun ist es so, dass offenbar der Hafen von Odessa von ukrainischen Minen bestückt ist und es ist schwierig, dort rauszulaufen. Nun hat man dann aber durchbekommen, dass jetzt die ersten Getreidelieferungen rausgegangen sind. Die sind aber nicht nach Afrika gegangen, um die Menschen dort eben halt mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern die sind in den Nahen Osten gegangen, also ganz woanders hin. Und zwar westliche Schiffe, die in den Nahen Osten dann das Getreide transportiert haben. Das heißt, es ging nicht darum, in erster Linie die afrikanischen Menschen zu versorgen. Und genau diejenigen, die diese Schiffe unter Befehligung haben, die haben eben halt die Kurse natürlich auch in irgendeiner Form angeordnet. Das sind mir einfach zu viel Widersprüche. Und diese Dinge fliegen einfach auf. Man merkt, wenn man über Jahrzehnte die Unwahrheit gesagt bekommen hat, einfach was anderes, als man getan hat, dass irgendwann, selbst wenn sie dann die Wahrheit sprechen, also man hat früher mal gesagt, ne, und wenn man, wie war das, wenn man 100-mal die Wahrheit spricht oder irgendwie sowas? Nee, ich habe den Spruch jetzt nicht mehr drauf. Also man glaubt einem dann einfach nicht mehr. Ja, ich suche jetzt auch gerade nach dem. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. So geht er. Siehst du, frag mich ruhig, dafür bin ich ja da. Ja, ich weiß, für die wichtigen intellektuellen Dinge, da bist du ganz vorne. Ich komme nicht mehr mit. Muss immer nur bei mir hier oben auf den Knopf drücken und schon kommt's.